Der sah aber so aus wie der Attentäter. Lower East Side. Schaust. Nach ein wenig Überzeugungsarbeit war Ropern ziemlich gesprächig. Er hat mir von seinem Treffen mit Popes Mörder erzählt. Und jetzt willst du mir danken, richtig? Oh, aber als ich da ankam, rate mal, wer auf mich wartete. Keine Ahnung, Faithy. Ich hol mir da nur meine Brezeln. Die Jahreshauptversammlung der Cops. Du weißt nicht zufällig etwas darüber, oder? Nein, Faithy. Ich war es nicht. Außerdem, wenn ich dich loswerden wollte, hätte ich das dann nicht einfach selbst erledigt? Hast recht. Einer wie du kann sowas nicht organisieren. Jetzt sei doch nicht so. Ropern ist erledigt. Ich bin beeindruckt. Ich war's nicht. Du musst vorsichtig sein, mit wem du rumhängst. Oh, das habe ich schon vor langer Zeit gelernt. Und doch sind wir wieder hier. Aber ich fürchte, ich muss unser kleines Date leider beenden, Faithy. Man verlangt nach mir. Du weißt, wie das ist. Versuche, am Leben zu bleiben. Merk? Merk, ich weiß genau, dass du zugehört hast. Was gibt's? Kannst du mal recherchieren? Pirandello Kruger Security. Bin dran. Wieso fragst du? Ich habe ihren Namen gesehen. In Roadburns Büro. Und noch irgendwo. Ein spezielles Logo. Hast du was? Nur, was man erwarten würde. Alarmanlagen, Zäune, gepanzerte Wagen, private Sicherheit. Sie beschützen unsere Welt, ganz klar. Wo finde ich sie? Sie haben mehrere Büros in der Stadt, haben gerade ein neues Gebäude am Hafen bezogen. Gib mir die Koordinaten. Ich sehe mir das mal an. Die Docks. 17 Uhr. Lauf auf das Gebäude mit dem dämlichen Hundesymbol zu. Die Ladebucht müsste ein Eingang sein. Mit dem dämlichen Hundesymbol zu. Okay. Ich sah so aus, als ob ich da raus müsste, aber offensichtlich ja nicht. So. Bin ich doof? Wahrscheinlich schon, ne? Dann halt so. War das schlau? 1 von 15. Puh. Irgendwie wieder nach oben. Wahrscheinlich. Sonst komme ich da wahrscheinlich gar nicht hin. Anders. Let's go. Was war das jetzt? Achtung, Sie könnten. Shit, was?
Was könnten Sie? Hier bin ich wahrscheinlich falsch. Da oben ist ein Sniper. Ich muss nach da oben, okay. Aber wie? So. So einfach geht's. Oh Mann, manchmal echt. Hier drin wahrscheinlich den Strom abschalten. Oder auch nicht. Shit. Und jetzt wohin? Ja, moin! Ich muss mich kurz Ja, nee, niemals! Lass mich! Ich glaube, das war falsch, oder nicht? I don't know. Los, rauf, los! Ernsthaft? Fucking hell. Muss das sein? Hallo? Als ob die einfach in ihrer eigenen Firma so rumschießen würden. Ist nix. Die sind explosive Fässer. Oh Mann. Okay, Überraschungsmoment. Doch nicht. Run, Forest, run! Hier ist nichts, ne? Wahrscheinlich müsste ich eher ihre Waffen nehmen, um mich zu verteidigen zu können. Ja, genau. Wieso kann ich eigentlich keine Waffen vom Boden aufnehmen? Ist doch nicht so schwierig.
Das Spiel ist manchmal gnadenlos. Ich habe die normale Schwierigkeitsstufe. Ich frage mich, ob andere auch die ganze Zeit so sterben. Oder ob ich einfach bloß schlecht bin. Da vergeht einem manchmal echt die Lust auf das Level. Wieso ist sie jetzt nicht gesprungen? Was explodiert hier bitte? Hey, sorry dafür, dass ihr das mit ansehen müsst. Das war jetzt auch schon wieder so fucking strange und unnötig. Schon wieder ist sie nicht gesprungen. Ja, was soll das bitte? Kann ich eigentlich auch schleichen? Nee, kann ich nicht. Da oben ist einer. Ich glaube. Muss irgendwie strategisch vorgehen. Aber wie bitte? Wie? Sind alle auf einem Fleck irgendwie so. Diese scheiß Benzinkanister überall. Die springt und springt, aber es passiert. Und wieso jetzt? Was? Ah, Faithy. Okay, dieses Kapitel nervt mich gerade ziemlich. Warum die springt da lang, wo man gar nicht sich einhangeln kann? Und da ist irgendwas, was explodiert. Gib mir die Knarre! Gib mir die fucking Knarre! Sorry. Was? Nichts gesagt. Guter Attempt. Ich muss einfach von jemandem die Waffe haben, dann... Soll das eigentlich besser gehen? Junge!
Versuch ist das jetzt bitte schon? Ja, so wird das sowieso nichts, wenn die sich da nicht bewegt. Jetzt aber. Komm, springen kannst du auch nicht mehr. Ernsthaft? Hallo? Ja, er kann mich treffen, ich nicht. Ist das sein Ernst? No, ernsthaft. Okay, man kann die Waffe nehmen. Noch jemand? Ich mach das bloß, damit ich das weg hab. Obwohl wahrscheinlich noch jemand anders kommen könnte. Alter, das war jetzt mega nervig. So da hoch und dann da drauf. Junge, Junge, Junge. Das war jetzt echt ein nerviges Level. Zwei von drei.